Forte, dai! Questo è il suo. Cosa fare qua per me? Figli di puttana, aiuto! Bello lui! La puzza, la sala della sigaretta. Armandino! Puttana! Dobbiamo andare! Io qua non ci sto più! È malato! È malato! Gondola, 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 langsam, aber was ich an diesem Lokal so liebe, ist die original italienische Atmosphäre. Ich bin den letzten Kilometer gefolgt. Sie sind ständig auf der falschen Seite gefahren. Sie haben 3 rote Ampeln und 48 Verkehrshütchen überfahren. Sie sind betrunken. Gott sei Dank. Ich dachte schon, es ist was mit der Lenkung. Ja. Ja, 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 ja. Natürlich. Nicht wahr? Wenn ich kann, dann komme ich bei Ihnen vorbei. Nicht jetzt, heute Vormittag. Wenn ich kann, ja. Ah ja, wundervoll. Gehen Sie gleich hinter den Dings da, hinter den da und legen Sie ab und machen sich schön frei. Also, ich weiß nicht, Herr Doktor, irgendwo ist mir das alles ein bisschen peinlich, irgendwie. Ja, irgendwie Quatsch, irgendwie oder irgendwo ist der Blödsinn. Ich bin schließlich Arzt, mein Kind. Ich war draußen, warten Jahrhunderte von Dings da auf mich, Patienten nur. Also los! Voller Nummer, hopp, hopp. Dass wir heute in Schwung kommen, heute Morgen. Also, an die Kassenärztliche Vereinigung. Sehr geehrte Dinge. Morgen. 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 Ist das heute ein herrlicher Tag? Herrlicher Tag. Herrlicher Tag. Das schon gesehen? Was ist geschehen? Steht, dass ein Kerl nahm sich ein Girl. Gin mit Campari, sie Larifari. Trübe und trüber lag sie im Sari, ihm gegenüber, voll und hinüber. Weg zum Scheich Emir, so ist's geschehen dir. Sie war verletzt. Darf sowas gehen dir? Was sagt ihr jetzt? Ich bin entsetzt. Oh, das ist fies, sowas von mies. Dämlicher Schott, mir wird ganz übel. Wirklich nicht flott, gib mir den Kübel. Keiner will's wissen von diesen Miesen. Busen und Röckchen, Schlüpfer und Söckchen, Orgien und Drogen. Was für eine Zeit. Moral ist verbogen. Das geht zu weit. Mir wird ganz heiß, seit ich das weiß. Ich mach mich frei. Ich bin dabei. Gib mir einen Kuss. Aussätze, Schluss. Halt dich zurück. Sie ist mein Glück. Komm mit zu mir. Ich werde zum Tier. Ist keine Acht während der Fahrt. Jetzt ist die Zeit. Ich bin so weit. Ist das gescheit? Ich will einen Kuss. Welch ein Genuss. Es ist mir wirklich sehr unangenehm. Eigentlich ist das nicht mein Stil. Ja, wissen Sie, meiner auch nicht. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Meine Wurstbrote sind platt.
Also eines muss man den Weißen ja lassen. Die haben echt Rhythmus im Blut. Macht nichts. Ich kann heute sowieso nicht malen. Migräne. Och, Sie Ärmste. Warten Sie. Ich massiere Sie ein bisschen. Ach. Und dann geht es schon wieder besser. Ja. Ah. Ihre Hände vollführen ja wahre Zauberkunststücke. Ja. Eduard! Mein Gott! Arbeiten meine Sie? Frau kommt! Ziehen Sie sich schnell aus! Zuschauer lieben Sie. Ja, Moment mal, Moment mal. Gibt's denn hier überhaupt eine Waschgelegenheit? Direkt nicht, leider. Was soll das heißen, leider? In den Garderoben gibt es keine Waschbecken. Aber wir haben schon mit der Feuerwehr gesprochen. Mit der Feuerwehr? Ja, nach der Vorstellung dürfen Sie sich mit dem Feuerlöscher einschäumen. Aha. Und am Hydranten abbrausen, ja? Nicht mit mir! Es ist jetzt 19.55 Uhr. In 5 Minuten beginnt die Vorstellung. Hören Sie das? Ich muss Sie jetzt wirklich schwarz machen. Nein, Kinder. Keine Waschgelegenheit, also dann kann ich nicht. Ohne Waschgelegenheit kann ich nicht. Ich muss mich doch, ich bitte euch, als Othello waschen können. Aber das Haus ist ausverkauft. Nein! Wenn ich mich nicht waschen kann, dann mache ich mich auch nicht schwarz. Als Othello? Nein! Herr Kammerschauspieler Jeschke, Sie können doch keinen weißen Mohren spielen. Wenn ich mich als Othello nicht waschen kann, dann mache ich mich auch nicht schwarz. Aber Herr Kammerschauspieler, ein weißer Othello, wie soll das gehen? Denn da brauchen wir doch das ganze Stück nicht zu spielen. Dann spielen wir eben das ganze Stück nicht. Kein Waschtisch. Keinen Othello. Und wenn ich vielleicht doch noch Ihre Nase. Hast du zur Nacht gebeten, Desdemona? Die Vorstellung läuft. Hören Sie das? Sie müssen auftreten, Herr Kammerschauspieler. Der Schauspieler Jeschke als Wilhelm Tell auf die Bühne. Wilhelm Tell? Und wenn Sie den Wilhelm Tell vielleicht ausnahmsweise mal schwarz spielen würden? Ich habe eine Anzeige gegen Sie vorliegen. So? In Ihrem Kino sollen sich ungeheuerliche Dinge abspielen. Ja, nicht, dass ich wüsste. Darf ich mal reinschauen? Aber bitte gerne. Passiert. Ich? Idiot, verstehen Sie? Idiot! Habe sonst immer einen Reservekanister im Auto, immer. Und diesmal nicht. Und was passiert? 10 Kilometer von hier, da oben auf dem Berg, gleich nach der Baustelle, kein Benzin mehr und die Karre steht. Und keine Sau auf der Straße heute Nacht. Meine Familie hockt da oben und ich habe den ganzen Weg zurück zu Fuß gemacht. Sehe ein Licht. Und Sie sind meine Rettung. Sie verstehen doch Deutsch, nicht? Hä? Deutsch. Germania. Alemannia. Alemannia. Ah, Alemannia. Na also. Rumänica. Bitte? Rumänica. Ja,
Ich Deutsch wie Rummenigge. Verstehen Sie? Ich wie Rummenigge. Ich. Rummenigge. Gut. Also, meine Frage oder meine Bitte. Ich brauche einen Kanister. Benzin. Gluck, gluck, gluck. Jawohl! Sprit! Verstanden! Ich brauche Kanister Sprit. Beckenbauer. Jawohl, Beckenbauer. Briegel. Auch Norbert Briegel, wunderbar. Schuhwacher. Toll! Sie sind ja eine Kanone. Also, einen Kanister Sprit. Und dass Sie mich eben die 10 Kilometer zurückfahren. Fahren. Fahren. Rum, rum, Rummenigge. Rummenigge, wunderbar. Also, die 10 Kilometer zurück auf den Berg. Denn da meine Familie, meine Frau, meine Kinder sitzen im Auto, frieren. Kalt. Ja, sehr. Aber ich habe kein Geld mehr. Leider. Sie müssen mir das Benzin so geben. Wir hier übernachten, schlafen. Morgen gehe ich zur Bank, Euro-Scheck, Geld holen. Und Sie bekommen Geld. Viel Geld. Es wird Ihr Schade nicht sein. Hoeneß. Na, nicht gerade so wie Hoeneß, aber Sie kriegen ein anständiges Geld. Abgemacht? Magat. Okay, bin ich froh. Okay. Rummenigge, Beckenbauer, Briegel, Schumacher, Kalt. Hoeneß, Magat. Bäh. Maradona. Halbblut. Halbblut. Als er klein war, war das Erste, was er hörte, ein verächtliches Wort. Halbblut. Die Kinder auf der Straße warfen Steine und sie jagten ihn fort. Weg da! Sie lachten ihn alle aus und ließen ihn stehen. Was soll einem Halbblut wie ihm die Sonne scheinen? Halbblut, auch du liebst das Leben. Halbblut, auch du hast dein Herz. Halbblut, auch dir soll im Leben noch einmal die Sonne scheinen. Und dann musst du nicht mehr weinen. Als er groß war, hatten alle, die er fragte, ein verächtliches Nein. Halbblut, sie wollte mit dem Jungen, mit dem Halbblut wohl nicht zusammen sein. Weg da! Die Augen, die taten ihm weh vom vielen Weinen. Und fühlt er sich einmal zu Haus, dann musste er gehen. Halbblut, auch du liebst das Leben. Halbblut, auch du hast dein Herz. Halbblut, auch dir soll im Leben noch einmal die Sonne scheinen. Und dann musst du nicht mehr weinen. Halbblut, auch du liebst das Leben. Halbblut, auch du hast dein Herz. Halbblut, auch dir soll im Leben noch einmal die Sonne scheinen. Und dann musst du nicht mehr fahren.